verdichtet. Dass nicht so lange zu ist. Das ist auch wieder nur ein Video und Musik dazu. Ah, okay. Und so. Deshalb meine ich ja 26.16, vielleicht kommt da irgendwann mal hier. Na ja, mal gucken, was er sagt. Schauen wir mal. Kurz nachdem Prinzessin Mina aufgetaucht ist, scheint sich die Schule, nein, nicht nur die Schule, die ganze Welt scheint sich verändert zu haben. Zum Teufel mit dem Vampir. Ey, ich habe früher nach der Schule hab ich Mila geguckt, Lady Oscar habe ich geguckt, Kickers habe ich nicht geguckt, aber hier die Superstars, die kleinen Superstars, die mit Beispielen und Reifen und da. Und dann gab es noch so eine andere, so die große Familie, also diese ganzen Nachmittagsserien, alle geguckt und Barbara und ja, Frau Schäfer und hier überall geguckt. Ja. Boygroups, never. Ganz Roses und Face No More. Silly. Get on with it! Ja, guter Übergang. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ein geiler Übergang. Ghost in the Shell, der Gedankengang. Ich liebe es. Von Kunst würde er da gerade gemacht. Naja, ist natürlich. Ich bin der Künstler. Deshalb sind wir ja dabei, den zu erklären. Ja. Und als Schweizer kann der viele Sprachen. Tja. Und wir verstehen ihn auch. Und wir verstehen das, was wir verstehen sollen. Das ist so blöd so. What? Stop that! Silly! Genau, stopp selbst. So, ich möchte dir in dieser Episode hier. Jo, war gut. Geiler Vorspann, würde ich sagen. Okay, und zwar hier aus dem aus der Serie / dem Kinofilm K-On. Der dürfte, ich stelle mal, der ist so bekannt nicht. Aber mir gefällt das sehr gut. Sowohl die Serie, als auch der Film, quasi ein Abschlussbild zu dieser Serie aus zwei Staffeln. Ich habe ja aus der ersten Staffel bereits entsprechende Szenen gezeigt. Ich möchte dir in diesem Teil hier etwas zeigen aus der zweiten Staffel, die klassische Markierung oder eben am meisten davon. Im Film möchte ich dir Markierungen zeigen, die einfach dieses ganze Produkt ausweisen, als unter Kontrolle stehen, als vom Club, wenn man so will, sie autorisieren halt all das. Die große Bühne ist ihre Bühne. So, und sie, überall, all diese Werke müssen offenkundig markiert sein. Und wir finden das, ich möchte sagen, nahe alle diese Produktion. Jedenfalls ich werde immer wieder fündig. Es geht immer um das, um das gleiche Thema. So, und es fällt mir jetzt mit Bezug auf diese Serie nicht besonders leicht, weil mir hat diese Serie, wie gesagt, sehr gut gefallen. Und es werden auch, es ist ja im Rahmen lehrreich, es werden gewisse Dinge vermittelt, es ist eine positive Serie. Und darum könnte es eine Verwunder, dass man auch hier eben diese Markierung findet. Und ich mache das auch deshalb, weil ich habe besonders früher, wenn ich manchmal etwas zu irgendeinem Star gesagt habe, dann kamen Kommentare von wie, na das kann doch nicht sein, ich mag dessen Musik, ich höre das seit 10 Jahren und noch länger. Und ist alles wunderbar. Ja, und dennoch. But still. Es ist vom Club. Sie kontrollieren dieses ganze Game. So, und in all meinen... Dazu möchte ich dir Folgendes sagen.
Also, ich bin jetzt kein wirklich gläubiger Christ, aber ich glaube an Gott. So, oder an die Göttin, je nachdem. Das heißt, ist doch eigentlich ganz klar, wenn sozusagen Gott praktisch einen Widersacher haben könnte, würde der doch, weil ja Gott nun mal allmächtig ist, sozusagen der Teufel praktisch in dem Sinne wie die linke oder die rechte Hand Gottes sein. So. Hast du dich jemals mit der Idee befragt, dass das Game, wie halt diese Schachbrettmuster praktisch schwarz und weiß, immer beides beinhaltet? Sozusagen nie nur böse, das wäre ja sozusagen fatal, würde ja sich die Böse sozusagen selbst auffällig machen. Also da heißt praktisch, beides kommt immer binar, beides kommt immer sozusagen zusammen. Ja. Und daher ist es ja eine Menschenentwicklung. Wir Deutschen haben eine spezielle Geschichte, Erster, Zweiter Weltkrieg. So was passiert. Wir verändern uns, wir denken anders. Das Gruppenbewusstsein verändert sich so. Und momentan stecken wir halt als Deutsche in einer simplen Krise, dass praktisch die Obersten unserer Bürger, also die Politiker sprich, praktisch eigentlich sozusagen offenscheinlich böse sind. So in dem Sinne, weil man ja immer mehr mitbekommt, wie sozusagen alles praktisch gegens Volk geht, nicht fürs Volk, so sauber. Genau, da wollte ich sozusagen sagen, so dadurch fällt einfach das Böse auch auf und dadurch entwickeln wir uns. Momentan, den Deutschen fehlt sozusagen das Selbstbewusstsein, wir sind sozusagen eingekeilt, wir haben keine Grenzen mehr, wir haben sozusagen keinen Selbstschutz mehr, wir sind sozusagen in der Auflösung begriffen. So, das ist praktisch eine Krise, die sogar sehr, sehr negativ ist. So, aber aus dieser Krise wird, weil nun mal einfach es immer ein Pendelschlag ist, sozusagen gut und böse, wird sozusagen aus der Krise ein Ausweg geben. So. Und da würde ich an deiner Stelle mal einfach als Tipp meinerseits sozusagen QAnon dir mal einiges reinziehen. Und ich glaube, dass praktisch die Apokalypse einfach nur die Entmantelung ist, die Aufdeckung, also das ins Licht ziehen. So. Und wenn wir alle plötzlich begriffen haben, in welchem System wir sozusagen leben oder gelebt haben zu dem Zeitpunkt, dann wird ja als Gegenpendelschlag sozusagen eine neue Weltordnung existieren, die vom Volk gemacht ist. Und da will ich noch erwähnen, du bist ja scheinbar Schweizer und ihr habt die einzige wirkliche Demokratie in der Welt. Sagen wir mal, die Deutschen, naja, die Amis, wisst ihr, das Wahlsystem ist kompliziert und eigentlich total merkwürdig und korrumpierbar. Und eine parlamentarische Demokratie, so wie es bei uns heißt, sieht man ja, dass es nicht funktioniert. Das heißt für mich die neue Weltordnung und das Spannende ist, ich mache einen langen Monolog, ich weiß, wir haben gerade wir haben sozusagen den Paragraphen 23, da wurde die DDR, ich bin DDR-Bürger, sozusagen inhaftiert, also ins Reich geholt, praktisch der BRD. So, der Paragraph 23 ist eigentlich das Hoheitsgebiet und dieser wurde praktisch einfach ersatzlos gestrichen, findest du auch im Netz. So. Und dann 1991, also er war für ein halbes Jahr gestrichen, kam er zu dem sogenannten Europaparagraph. Und der Europaparagraph praktisch sagt eigentlich, ist ein langer Text, dass sich Deutschland praktisch Europa unterwirft, so einfach kann man es sagen. So der Geltungsbereich der Hoheit des Grundgesetzes praktisch ist in die Präambel gerutscht. So, was hat die da zu suchen? Das heißt sozusagen, unser Grundgesetz wurde seit 1991 komplett aufgelöst, existiert nicht mehr. Dadurch haben wir auch keine Grenzen mehr, existieren einfach nicht mehr. So, das ist praktisch die Sache, mit der wir uns befassen müssen. Der Paragraph 146 ist der Paragraph, wo eigentlich die Wende hätte vollzogen werden müssen. Und zwar, das praktisch, da steht genau so drin, dass nach der Wiedervereinigung sich beide Staaten in freier und bla 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 neue Verfassungen wählen müssen. So, das funktioniert so, dass praktisch dem Volk, wie bei euch, eine Verfassung vorgelegt wird und das Volk muss praktisch über 50% Mehrheit annehmen. So, also das ist praktisch das, was hoffentlich daraus wird, so ist meine Hoffnung, aus dem sozusagen aus der dunklen Vergangenheit in eine sonnige Zukunft, so könnte man sagen. Gerade bei der Erderwärmungsthema kann man auch als Deutscher sagen, meine Güte, bloß wieder die Erderwärmung gibt. Gut, dann wünsche ich erstmal weiter, ich kriege immer weiter einfach. Ideas, allem was ich tue, ich möchte den Blick schärfen auf eben das, auf diese Markierung, auf ihre Präsenz in all diesen Werken. Ganz gleich, welcher Natur diese Werke sind. Sie sind schon da. Sie präsentieren dir all das. Es ist ihre Welt. Sie sind die Baumeister. Hier nun das Intro zum Film.
The Movie, K.O. The Movie. Musst du jetzt mal zum Baumeister sagen. Ha! Weil bis der Bibelfest die Geschichte von Salomon kennst du. Ne? Salomon war sozusagen der erste König oder Kaiser oder wie auch immer der Juden. So, was ist passiert? Im Prinzip zwei Sachen. Erstens die Bundeslade, die Geschichte kennst du. Die Kopten glauben bis jetzt immer noch, dass praktisch die Salome, also seine schwarze Prinzessin, wo er, die er nicht heiraten durfte, praktisch die Bundeslade plus seinen Sohn haben. So, machen da ein riesen Brimbamborium-Fest. So. Warum nicht? Warum soll praktisch nicht Salomon die Bundeslade der Salome übergeben haben? So. Zweiter wichtiger Punkt bei Baumeister, dass er praktisch den Tempel zu Salomon, den ersten Tempel zu Salomon, den er ja selbst gebaut hat, von den dunkelsten Mächten bauen ließ. Er hat mit seiner Magie praktisch die dunkelsten Mächte an sich gebunden und hat praktisch dadurch seinen ersten Tempel zu Salomon gebaut. So. Stell dir vor, der dritte Tempel wird gesucht, ist wahrscheinlich noch nicht gebaut worden. Erst wenn der zusammenbricht, der dritte Tempel, dann kommt praktisch das Friedensreich. Also in deiner Welt praktisch Jesus Christus kommt auf die Erde. So. Und in dem Falle ist es einfach so, dass praktisch der Tempel zu Salomon, der dritte, sozusagen die Welt bedeutet. Also alles praktisch, dieser Globalismus, dieser absolute, unkontrollierte Geldwahn, so sag ich's mal praktisch so. Und jetzt, boom, kommt Trump, fopp. So, und wenn praktisch dieser dritte Tempel zu Salomon, also die Baumeister haben diesen gebaut mit den dunkelsten Kräften, die sie an sich gebunden haben, um diese Welt zu erschaffen, mit natürlich dem Satz von Goethe, muss ich abschließen, ich bin das, was immer verneint und das Böse will, aber das Gute schafft. Und so denke ich das einfach für mich. Also einfach zum Positiven. Und ich wollte dir eigentlich schon, ich wollte dir das Video schon Anfang Woche eigentlich zeigen, aber ich hatte immer, oder eine Version dieses Videos, ich spreche es jetzt nochmal neu ein. Weil ich hatte, ich wollte es dir wie gesagt Anfang Woche schon zeigen, aber ich hatte immer wieder Probleme mit dem Upload. Weil das wurde ständig gesperrt, wegen des visuellen Inhalts. Und ja, deshalb muss ich hier öfters dann wohl pausieren, damit das nicht wieder gesperrt wird. Oder das Bild verzerren, wie ich es bereits hier im Intro getan habe, mit diesen Einblendungen. Ich muss das deshalb tun, damit der Bildinhalt nicht gesperrt wird. Und wir sehen hier das Intro, Eröffnerverleiher hier, dieses Kinofilms. Und wir sehen auch hier wieder diesen seltsamen, omnipräsenten Bezug zum Universum, the Universe. Das ist im kabbalistischen Sinne, the Universe ist Bina Saturn. Ich habe das in einem Video schon gezeigt. Video. Und wir finden das, besonders wenn du dir Videos oder alte VHS ansiehst, aus den 80ern, aus den 90ern, du findest das auch auf YouTube, Logos der damaligen Verleiher. Du findest immer wieder in den Logos diesen Bezug zum Universum. Ja, was hat ein Fernseher mit dem Universum zu tun? Mango, Kirschen und Zucchini. Was hat Video mit Universum zu tun? Ja, wir kennen Universal Productions, aber es sind nicht nur die. Heutzutage denke ich ziemlich alleinstehend. Ich habe das schon länger nicht mehr gesehen. Aber in der Frühzeit oder eben hier in diesem Beispiel findest du den Bezug vom Universum zu den Logos der Videoanbieter. Und ja, das ist einfach das Markant, das fällt auf. Und das Einzige, was ich dazu sage, im kabbalistischen Sinne ist, der Universe gleichbedeutend mit Bina Saturn. So, also wir haben in diesem Sinne eine Präsentation der Club-Zugehörigkeit bereits ganz zu Beginn im Vorspann. Und die in diesem Logo hier nun, hier sehen wir, das ist Fuji-san. So, und wir sehen das im kabbalistisch interessanten Kontext der Spiegelung. Weil in ihrer Vorstellung Bina, die Sphäre Bina, spiegelt sich in der Sphäre Malkut. Und das ist das, was wir hier sehen. Hier diese Spiegelung, die ähnelt einer Spiegelung auf
an der Wasseroberfläche. Und diese Spiegelung ist kabbalistisches Konzept, ist relevant, diese Ordnung der Vorstellung. Und wo ich gleich bin, sozusagen, es spiegelt sich auch Gut und Böse. So wie links und rechts und so weiter. Im Prinzip gibt es eine Spiegelkonstante, die einen sagen, ah, ich mag Ausländer, und die anderen sagen, ich mag Ausländer nicht. So, die einen sagen zu den anderen Rassisten, und schon ist es sozusagen schon binär, weil es sich gegenseitig wie ein Spiegel ins Konträre schiebt. Ja, wir sehen hier eine Entsprechung dafür. Dann folgt hier der Produzent, meine ich, Tokyo Broadcasting Systems, TBS. Wir kennen das, TBS kennen wir eigentlich als Turner Broadcasting Systems, Ted Turner. Das ist dieser Milliardär, Fantasiliardär aus Australien, der Gründer von CNN, diesen News Network. Gibt es ein Video im Netz von Trump, wie er einen CNN-Mann praktisch wäscht bei so einem Wrestling-Ding? So, es sieht wirklich witzig aus, wenn du gerade das sagst. Ted Turner, dessen Kompanie heißt TBS. Aber hier nun ist TBS in Japan, ist TBS Tokyo Broadcasting Systems. Die bringen diese Serie, / diesen Film raus. Und ich habe dir dazu im Blog etwas gezeigt, hier zu TBS. Ich möchte das kurz hier holen in diesem Video. Moment. Hier, der Sitz von Tokyo Broadcasting System, TBS. Have you ever seen this before? Okay, watch. Hier. Have you ever seen this before? Das ist wieder ein Zitat aus Conan, habe ich auch schon angewählt. Das ist 10. Ja, was du hier siehst, das ist das Hauptgebäude hier von Tokyo Broadcasting System, TBS. Das ist das Hauptgebäude. Und wie ist es gestaltet? Was hat sich der Architekt überlegt? Was hat er sich überlegt? So geil. Der kabbalistische Baum des Lebens, das sind die zwei Pole. Hier ist Boas, der negative Pol. Hier ist Yachin, der positive Pol. So, und das heißt auch, sie sind nicht nur evil. Zu ihrem Konzept gehört auch der Gutmensch. Das Gute. Gutes zu tun vor den Augen der Welt. So, und hier ist aber, wer ist damit beschäftigt? Der Merkmal, es geht hier auch, es geht im Wesentlichen hier um den negativen Pol. Das ist die Geschichte, weil der negative Pol ist die Verbindung zu Vina, was sie Creator nennt, was sie Gott nennt, was sie Jehova nennt, oder hier Yahuwah, oder spielt keine Rolle, Bel, Baal, Renfa. Das ist ein anderes im Hintergrund. Echt? Shamash. Kevan, alles Saturn, spielt keine Rolle. Das ist das, was sie Gott nennen. Und die Verbindung zu dem, was sie Gott nennen, Saturn, ist Vina, der negative Pol. Und das ist das, schau, was der Architekt hier gedacht hat. Dieses Gebäude hier ist nicht nur irgendein Klotz, sondern es repräsentiert auf der Fassade hier die zwei Pole. Völlig klar, die zwei Pole, und oberhalb des linken Pols finden wir diese Plattform hier zur Aufnahme dieser Antennen, zum Empfang terrestrischer Signale dienen. Diese Plattform hier, warum ist sie so rund? Ja, warum nicht? Aber warum ist sie rund? I don't know, ich bin nicht der Architekt. Aber was wir hier sehen, entspricht. Ich meine, schau dir das an. Hier und hier. Hier. Okay, jetzt habe ich es entdeckt. Ja. Oh, ja, das ist so das. Das ist so Trina.
Saturn hier oben. Darum ist diese Plattform ja, so. Ja, schön. Boah, ist halt. Das ist okay, Saturn. Das ist die Idee, das ist die Überlegung. Und darum, ich meine, jeder normale Mensch würde das doch in der Mitte des Gebäudes anbringen, nicht? Nö. Aber es liegt diesem Design liegt eben ein Gedanke zugrunde. Und den siehst du hier. Ich dachte, dass der gleiche Straße kommt. Der linke Pol ist die Verbindung, der Minuspol ist die Verbindung zum femininen Pol, zu Bina Saturn. Und das ist hier, diese Geschichte. Da sehen wir das hier. Das hier ist, wie gesagt, das Hauptgebäude von Turner. Was können wir mit dessen Qualifikation anfangen? So. Oh Mann, es ist schon so viel Zeit vergangen. Okay, ich hoffe, dieses Video wird heute noch fertig. Schauen wir mal weiter, was jetzt noch im Vorspann kommt. Er hat auf jeden Fall eine Menge. Ich bitte wirklich um Entschuldigung, das war so nicht vorgesehen. Ich habe jetzt gemerkt, hier schon bald bei. Dann lockst du die Leute. Ja, also so einfüttern mit was zu lachen und alles, was dir bisher gezeigt hat. Ja, ja, kann. Zwei. Ja, ich hab den Zwang dazu. Image. Den richtvollen. Von Fuji-San und TBS. Pictures. Ja, Verlag eben. Ich glaube, hier bist du wohl kaum hierher. Ja, aber ich muss dir noch den dritten hier zeigen, kurz. Was war das noch gleich? Ah ja, natürlich. Das ist das Entwicklerstudio. Und ich, ja, ohne nun großartig etwas dazu zu sagen, weil ich kann nichts großartig dazu sagen, aber ich finde es bemerkenswert. Schauen wir uns das kurz an. Erstmal das Logo von Kyoto Animation. Das ist das Haus. In dem dieser K-On Anime erstellt wurde. Kyoto Animation, schau das Logo. Du hast das ein Auge. Nicht nur irgendein ein Auge, sondern ein illuminiertes ein Auge mit quasi Strahlen rundrum. Mit quasi Strahlen rundrum. Rundherum. Hast du da noch eine 23 da oben? Ein Auge mit Illumination. Bildet das Logo für Kyoto Animation. Bei wen interessiert es? Das ist ja jetzt Leben, was soll das? Wir sehen die Baal Earth. Das muss man ja noch die Erde. Und die Erde ist umgeben von Wasser. Wie kommt man auf so eine Idee? So ist, ja, die benutzen das. Vielleicht ist es eine Gewaschmeer? Eine Gewaschmeer. Eine saubere Erde. Und kommt dieses Produkt. Ja. Und interessant, auch die Serie selbst, hier der Movie, beginnt mit, hör hin, erst hörst du das? So waren wir auch ohne Schuluniform. Das Kicken einer Uhr. K-On, K-On. Zeit ist Saturn. Ja, Zeit. Und ich finde, ja, dieses Kornos. Intro, das ist natürlich eine Referenz. Der Movie, der K-On Movie ist voll damit und I love it. Er ist voller Referenzen auf die Serie. Wer die Serie gesehen hat, wird seine helle Freude haben am K-On the Movie. Es ist wirklich, es ist wie gesagt, es ist, mir gefällt das, es ist schön gemacht. But still, es ist vom Club. Und auch dieses Intro übrigens mit diesem Ticken hier zu beginnen. Und ach, was soll ich das jetzt auch noch bringen? Ich habe eine Referenz auf ein altes Stück der Monkees. Vielleicht kann ich das kurz einspielen. Moment. So, und ich muss das jetzt hier etwas beschleunigen. Ich springe jetzt hier vorwärts. Hier, wir sind bei 1 Minute 35. Es bleiben noch 9 Minuten Film, abzüglich, Abspann und all that stuff. Wir sind quasi am Ende. So, und ich möchte dir kurz zeigen, was sie dir hier zeigen. Weil das ist die eindeutigste Markierung in diesem ganzen Film. Die Markierung zum Schluss. Eine Alternative. Aber it's obvious. Wenn du das siehst, es ist obvious, dass sich hier um eine Club-Produktion handelt. Und sie sitzen hier, auf dem Hausdach und beraten über einen Song für Asunyan.
Hier, sie ist die intelligenteste der ganzen Gruppe im Übrigen. Die jüngste und zugleich die intelligenteste. Das, dieser Finn ist spitze. Sieh dir das an, K.O. Okay, und ja, ich wollte dir diese Szene zeigen. Die kommt jetzt gleich, Moment. Sie singt den Refrain vor, für den Abschiedssong, für K.O., weil sie sind eine Schulstufe weiter und werden die Schule verlassen. Und Azumiao muss noch eine Jahr weitermachen. Whatever. Also, schau es dir an. So, jetzt kommt sie nach hier. Wir haben so viel hineingelegt. Ganz viel von unseren Gefühlen. Rufen Sie. Ich hoffe, dass ihr ihr. Warum habe ich keine Mädels? Okay, keine okay. Mädels? Und Chemtrails sind omnipräsent in diesem Film. Und nun schau, was der Hauptcharakter Yui-Chan hier zeigt. Wo ist meine Unst? Zum Ende dieses Films. Hier, hier, das Dreieck mit dem einen Auge, das ist dann plötzlich nicht mehr so süß wie der Rest der Serie. Es ist. Einfach mal nachmachen. In überhaupt keinen Kontext. Einfach mal nachmachen. Ja. Mehr nicht, einfach mal nachmachen. Aber das taucht einfach auf, diese Markierung. Einfach mal nachmachen. So ist schön. Im Film. Schöner. Können wir das nochmal sehen? By the way, ja? Warum gibt es keine Darstellung dieses Sternes, ja? Dieses sechszackigen Hexagramms mit einem Auge in der Mitte? Warum wird das nirgends dargestellt? Oder so ein Vorfahrt-Beachten-Dreieck mit einem Auge in der Mitte? Warum sehe ich das nirgends? Das ist doch dann eigentlich des Schlusses Ende, oder? Oder nicht? Was sagst du das? Ich hab's nicht verstanden. Nicht? Nee. Aber du. Dieses Auge, was er anprangert. Dieses. Ja, ja, aber das ist ein Dreieck. Ja, aber das ist ja das männliche Dreieck, genau. Das nach oben zeigt. Oh, mein Ding. So. Na, und ich stelle die Frage, warum gibt es denn. Warum gibt es nicht so ein Dreieck, wo das Auge in der Mitte zu sehen ist? Beziehungsweise machen wir es gleich komplett, legen die zwei Dreiecke, wie es ja in Israel gang und gäbe, ist übereinander, ne? Männlein, Weiblein, gleichberechtigt. Jeder macht zusammen, sind die eben nun mal dieser sechszackige Stern. Und in der Mitte haben sie dann vielleicht sogar zwei Augen und können dann Stereo durch die Welt reichen. So ballmäßig wie die Frau mit der schönen Frisur, das sie gesagt hat, wisst ihr, der israelische Gott, der war ja clever, der hat ja gleich zwei voneinander unabhängige getrennte geschaffen. Und, weil dieses irrsinnige Sechseck, da Hexagrammknäuel da übelst wütend durch die Erde waltete. Vielleicht. Ja, weil Saturn war doch dieses Hexagramm, ne? Als Symbol. Das war Saturn. Wenn du das sagst, dann muss das so sein. Ja. Mach weiter, wenn du meinst. Garantiert. Wir haben so viel hineingelegt. Ganz viel von unseren Gefühlen. Mugi ist weird. Mugi ist irgendwie weird. Aber sie finanziert die Band letztlich. Hier. Das ein Auge im Dreieck. Okay. Offensichtlich. Es handelt sich hier um eine Clubproduktion. Und das ist nicht das Einzige. Es gäbe noch, ich hätte dir das jetzt auch noch gezeigt, weil es gibt sehr raffinierte Szenen, in denen Szene auf Szene markiert wird. Ja, durch Regiearbeit. Aber das würde jetzt zu lange dauern. Das würde nochmal 20 Minuten dauern. Allein dir diese Szene zu zeigen. Vielleicht irgendwann mal noch in der Zukunft. Aber jetzt mal das hier zum Film. On the movie. Und ich wollte dir jetzt noch, das ist noch offensichtlicher, den Abspann zeigen. Den Abspann der zweiten Staffel. Weil in der ersten Staffel, das habe ich dir schon in einem früheren Video gezeigt, diese Symbole, da wird das noch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ins Szenenbild eingearbeitet, diese Markierung. Und es ist noch nicht so Porno. Aber in der zweiten Staffel, im Abspann. Ja, wir schauen uns das einfach mal an. Moment. So, wir sind hier schon mittendrin. Das hier ist der Abspann einer Folge, jeder Folge, soweit ich mich erinnere, der zweiten Staffel. Der mit Mio-Chan. Und wir schauen uns das mal an. Weil es ist, ja, es
offensichtlich geht's kaum. Moment. So, das ist jetzt die folgenden Szenen. Also in voller Markierung. Hier sitzen Sie, stehen Sie in dieser Box, hier in diesem Cube, beidseitig das Herz. Ja, nice. Das Herz ist auch die 3. Siehst du das? Hier, eine liegende 3. Und Herz und Herz, hier hast du die 33. Im Rahmen der 33 wird hier performt. Schauen wir weiter. So, und wie, um dir das nochmal zu illustrieren, zeigen sie dir erst die eine 3 und dann die andere 3 hier. Hier Yui mit der einen 3 und Asumiao mit der anderen 3. Jetzt hier achte auf die Hand, die hier nur zeigt mit der 3, die Bina Saturn ist, vom kabbalistischen Baum des Lebens. Sollte ihr das auch noch? Ich habe dir das schon x-mal gezeigt. Bina, die Sephira Bina, hat die Nummer 3. Also, Bina ist Saturn. Saturn ist der Gott mit Hörnern. A.K.A. Kronos. Kronos heißt der gehörnte Gott. Nun schau. Ich dachte von der Gott der Zeit, dachte ich, hängte da Kron. Also Zeit. Krom. Krom. Kronos. Nicht Kron. Na, Kronos. Denkst du, warum die Uhren so heißen? Chronometer wegen Kronos. Kennst du diese Geste? Chronisch krank. Ich bin Kronos krank. Okay, sie macht die Hörner. Zur 3, die Bina Saturn ist. Und nun folgen Bandmitglieder. Schau, was sie für Handgesten machen. Die 666. Yui. Okay, jede droppt das hier. Nun folgt, ja, was passt zur 666, die wir eben gesehen haben. Das eine Auge. Schau, was sie jetzt machen. All die Mitglieder dieser fiktiven Band werden dargestellt nun. Listen, hör zu. Ja, jetzt hat sie geblinzelt und nun siehst du das hier. Yui mit einem Auge, Asu mit einem Auge, Mugi mit einem Auge und Ritsu mit einem Auge und Mio mit einem Auge. So. Hit. Okay, offensichtlich ja, geht's kaum. Schauen wir uns das nochmal an hier. Zuerst machen sie die 666. Schauen wir uns das an hier. Nochmal. Das beginnt damit, dass sie die Hörner zeigt. Jetzt. Darauf folgt die 666 der einzelnen Bandmitglieder. Und nun folgt das Einauge der einzelnen Bandmitglieder. Voilà. ATT, was heißt ATT? Moment. Sie hat geblinzelt, hast du das gesehen? Das ist auch ein Move, der gerne verwendet wird, um eben das Einauge darzustellen. Und hier hast du wieder TBS, Tokyo Broadcasting System, dass das hier rausbringt. Ja, dann folgt die Vorschau auf die nächste Folge. Okay, das war's. Du hast sämtliche Folgen der zweiten Staffel sind durch den Abspann direkt markiert. Und zwar in der Art, wie ich es dir gerade gezeigt habe. So. Ja, eine harmlose Serie. So. Voll mit Markierung. Das wollte ich dir in diesem Video kurz demonstrieren. Wie gesagt, einfach neue, ja, was heißt neu? Es ist ja immer die gleiche Geschichte, aber einfach Variation. Tja. Wie kann das umsetzen? In Deutschland fahren ja mir die Aufgabe zu markieren. Schwarz. Und ich habe jetzt ein weiteres Beispiel gezeigt anhand der Serie K-On! Und passend ist K-On! Bei K-On! Ist Saturn. Richtige Folge vor allen Dingen. Das ist titelgebend für dieses Programm. Richtig. Ja, Entschuldigung, hat lange gedauert jetzt. Aber es ist getan. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht geblockt. Mal schauen. Damit bis bald. Schönen Sonntag noch. Nein, heute ist ja gar nicht Sonntag. Ach, hier schon, der Schweizer. Am 1. August. Sonntag. Nationalfeiertag. Ja. So, bis bald, ciao. Jo.
aber reinschieben. Ich denke mal, meine Hütte. Also das... Ich meine, mit dem einen Auge ist schon eine spannende Geschichte. Wodurch ist es entstanden? Was wollen uns die... die... Macher der Pyramide sozusagen damit sagen, mit dem Innenauge. Das ist mir immer noch nicht ganz klar, da gibt es mehrere Geschichten zu, aber irgendwie richtig klar ist es mir nicht. Das sozusagen vielleicht an dich so als Frage, vielleicht weißt du ja. Das Herzsymbol ist nicht schön. Das ist mir jetzt richtig klar geworden, dass das Herzsymbol nicht schön anzusehen ist. Merci dafür. Ja. Naja, jedenfalls mit dem Herzding hast du vielleicht übertrieben, wo ich sage, so meine Hütte liegende 3. Hm, habe ich gesehen. Das ist ein schönes, das ist was Hübsches. Nur das unten, das passt irgendwie nicht. Das ist die Brüste unten. Das V unten, das in Kombination, damit guck dir mal vom sozusagen Herz, guck dir mal eine Frau sozusagen den Hintern an, ja, so von der anderen Seite. Das darf als ja eine sein, Herzfrau. Aber das ist nicht da. Und dann geht das, so auch dann geht das über in den Brustkorb. Dann hast du dann wieder, die wenn du dir ein Frauentorso anschaust, ist es wie so eine Sanduhr. Verstehst du? So wenn wir schon dabei sind, die weiblichen Geschlechtsmerkmale kann man auch als Diablo. Genau, direkt ansehen. Deswegen. So, Diablo, ne? Diablo. Juhu, die Frau, die Taille, Diablo. Das ist die Waage. Ja, wer wiegt oben und unten aus? Und das sieht man doch. Naja, nee, aber da sind wir wieder beim Thema. Frage da jetzt zeichnet. Gott ist Woman. Ja. Ja. Tag. So, gut. Bis später. Wir machen es einfach. Mal gucken, was passiert.